Es ist schon eine Weile her, dass wir zuletzt ein Video über Querdenker gemacht haben und wir machen es auch heute nicht, weil ich glaube, dass sie die Zeit eigentlich nicht verdienen. Sie verschwinden in der Bedeutungslosigkeit oder im Extremismus. Mag sein, dass sie dennoch gefährlich sind, aber sie ziehen auch nicht mehr so große Personen an und es ist auch nicht mehr so notwendig, über die allerdümmsten Irrtümer aufzuklären. Impfungen ist ein neues Thema, was sie gefunden haben, aber auch da haben wir im Augenblick vielleicht andere Themen, die wichtiger sind und es ist vielleicht mal Zeit, auch mal wieder das Handeln der Regierung kritisch, auch als systemscharf, zu betrachten und zu kritisieren. Mighty Nguyen Kim auf MyLab hat diese Woche ein Video veröffentlicht mit dem Thema Endgame und dabei beleuchtet, was wohl passieren wird, wenn jetzt die Impfstoffe zur Verfügung stehen und dabei zu bedenken gegeben, dass vielleicht gar nicht so viel sich verändern wird, wie wir vielleicht erhoffen. Und das wirft einige juristische Fragen auf. Wir Anwälte sind ja im Grunde genommen dazu aufgerufen, Vorhersagen abzugeben, wie ein Rechtsstreit ausgeht, wenn wir eine Rechtslage prüfen. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter und machen mal eine Prognose, welche Rechtsstreits überhaupt kommen werden, die wir vielleicht im vorherigen Jahr nicht hatten, weil wir zum Beispiel die besonderen Effekte haben von den Impfstoffen und von der weiteren Entwicklung der Pandemie, also eine neue Situation, die etwas anders ist als im letzten Jahr. Tee habe ich nicht, sondern Kaffee. Schauen wir uns das mal an. Wir haben da zunächst einmal die Geimpften, die über 80-Jährigen und die Klinikmitarbeiter. Die werden jetzt nicht im Augenblick alle ins Kino oder ins Restaurant drängen. Aber je mehr wir Menschen impfen, umso mehr stellt sich natürlich die Frage, was haben die vielleicht für Privilegien? Und der Ethikrat hat gesagt, die sollen keine Privilegien haben, die sollen gefälligst erst dann wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wenn wir für alle das öffnen können. Und da denke ich mir als Jurist, meine Güte, das ist nicht unbedingt eine Frage des Ethikrats, sondern das ist eine Frage des Grundgesetzes. Also das Grundgesetz sagt nämlich, dass alle Menschen Grundrechte haben und an der Stelle haben auch die Querdenker recht. Natürlich gilt das Grundgesetz und Einschränkungen dieser Grundrechte sind nur dort möglich, wo ein entsprechender Grund dafür besteht, zum Beispiel eine Gefahr für die allgemeine Gesundheit. Und Solidarität ist zwar schön, aber meistens nicht ausreichend, um einen schwerwiegenden Eingriff in Grundrechte zu rechtfertigen. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, stecke ich jemanden in Quarantäne, der geimpft ist und der wegen sterilisierender Immunität keine Krankheitserreger mehr ausscheiden kann, dann kann man sich wirklich fragen, ist Solidarität ein Grund genug dafür, dass man sich sozusagen solidarisch mit in Quarantäne begibt, eher nicht. Wir gehen natürlich davon aus jetzt, dass das, was wir uns erhoffen und was sich jetzt auch ja durch die Zahlen aus Großbritannien vielleicht allmählich bestätigt, eintritt, nämlich dass wir sterilisierende Immunität haben, dass die Leute, die geimpft sind, auch nicht andere Leute anstecken können oder zumindest so selten, dass es zu vernachlässigen ist. Und da kann man natürlich heute sagen, naja, es ist noch nicht ganz sicher, aber wer ist denn da eigentlich in der Beweislast dafür? Auch an der Stelle ist es richtig, was auch Kritiker gesagt haben, dass der Staat natürlich die Grundrechtseinschränkungen begründen muss. Und wenn ich jetzt einem Geimpften sage, ich bin mir nicht sicher, es könnte immer noch sein, dass in Langzeitstudien herauskommt, dass eine Gefahr von dir ausgeht, muss ich wirklich sehr gut begründen können, dass das eine Fortsetzung von Lockdown-Maßnahmen oder persönlichen Beschränkungen rechtfertigt. Insofern, dort, wo Grundrechtseinschränkungen bestehen, gibt es gar keine große Wahl, ob man die fortsetzt oder nicht. Wer geimpft ist, ist privilegiert, das ist richtig, aber Solidarität ist kein Grund, um solche Grundrechtseinschränkungen weiter fortzusetzen. Impfungen werden weitere Rechtsstreite provozieren, nämlich von den Leuten, die gerne geimpft worden wären, aber noch nicht dran sind. Wir haben vier Gruppen, drei Prioritätsgruppen und eine Restgruppe. Und es wird angeblich bis zum Ende Sommer dauern, bis jeder ein Impfangebot bekommt. Und je mehr Impfverweigerer es gibt, umso schneller kann es vielleicht auch gehen. Und insofern ist das vielleicht gar nicht so ein akutes Problem, dass viele Leute im Augenblick sagen, ich will nicht. Insbesondere, wenn die nicht die Leute sind, die andere Leute anstecken. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass wir schon bald Klagen sehen werden gegen die Impfverordnung. Einerseits auf dem Thema, dass vielleicht die Ermächtigungsgrundlage aus dem Infektionsschutzgesetz vielleicht zu dünn ist im Anbetracht der weitreichenden Entscheidungen über Leben und Tod oder die Gefahr des Todes zu entscheiden. Zum anderen aber, und das ist der wichtigere Teil, weil materiell alle möglichen Fehler in diesem Gesetz drinstecken. Wir haben ja schon jetzt gemerkt, dass wir die Kranken übersehen haben, deswegen wird hier nachgebessert. Aber wenn wir uns die verschiedenen Prioritätsfolgen ansehen, dann sehen wir, dass wir im Augenblick noch halbwegs Frieden haben, aber dass
künftig die Abwägungen, die zu dieser Reihenfolge geführt haben, sehr angreifbar sind. Im Augenblick impfen wir die über 80-Jährigen und Klinikpersonal, was an vorderster Front die höchste Wahrscheinlichkeit hat, sich zu infizieren. Das Kriterium ist also individuelle Betroffenheit. Da gibt es noch keine Abwägung, ob jetzt der über 80-Jährige einen wichtigen Beruf ausübt im Wasserwerk bei der Polizei oder in der Verwaltung, sondern es geht einfach nur darum, dass die über 80-Jährigen möglicherweise sterben können, wenn sie infiziert sind. Die zweite Gruppe ist ähnlich beschaffen, weil da wieder Kranke und Betreuungspersonen zum Zuge kommen oder andere Leute, die sehr stark exponiert sind. Da kommen jetzt auch die Kriterien, wer ist so exponiert, dass er auch als Superspreader in Betracht kommt. Aber dann kommen auf einmal Kriterien, dass Leute geimpft werden sollen, die für sich selbst vielleicht keine besonders große Gefahr haben, jedenfalls nicht mehr als die übrige Bevölkerung, aber die wichtig sind, weil sie einen wichtigen Beruf ausüben. Und da fängt es natürlich an, dass man streiten kann, warum soll jetzt der leitende Oberregierungsdirektor wichtiger sein als der Unternehmer oder als der Anwalt? Warum ist der Amtsgerichtsdirektor wichtiger als der Strafverteidiger? Und so wird dann jeder für sich sagen, also wenn ich ausfalle oder in Quarantäne gehe, dann ist das für die Gesellschaft viel, viel schlimmer, weil ich bezahle so viele Steuern oder ich liefere so wichtige Güter als der Typ, der da im Wasserwerk arbeitet oder in der Verwaltung. Was habt ihr euch da überhaupt ausgedacht dabei? Die sind noch nicht dran, deswegen ist das vielleicht noch nicht so im Fokus der Diskussion. Aber da gibt es jede Menge Angriffspunkte für Klagen, einerseits gegen die Verordnung selbst, aber auch gegen individuelle Entscheidungen. Wahrscheinlich wird man den Deckel noch eine Weile draufhalten, indem man die Leute, die allzu sehr Ärger machen, dann halt einfach mit einem Impftermin bedenkt und sagt, okay, wir bauen da vielleicht noch so eine Generalklausel ein, weil wir sehen ja auch jetzt schon, dass manche Leute zum Zuge gekommen sind, die eigentlich nach der Verordnung gar nicht so unbedingt in erster Linie dran war, weil da vielleicht irgendwas, na, ich will nicht sagen gemauschelt wird, aber damit habe ich es natürlich schon gesagt, aber weil dann der Impfstoff halt mal da war und sich die Gelegenheit geboten hat. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, wenn man erst in der dritten oder vierten Gruppe ist, sich vielleicht weiter voranzuklagen. Das ändert natürlich nichts daran, dass der Impfstoff trotzdem erst einmal knapp ist. Wir werden Klagen haben von Menschen, die am Leben wieder teilnehmen möchten. Und da geht es nicht darum, dass sie keine Lust mehr haben, eine Maske zu tragen, sondern die mit Maßnahmen konfrontiert sind, die keinen Sinn machen, weil sie geimpft sind. Beispielsweise eine Quarantäneanordnung. Das Gesetz sieht es im Augenblick nicht vor, dass man bei Impfschutz keine Quarantäne anordnet. Das steht halt in den Kriterien noch nicht drin, aber es macht sehr viel Sinn, diesen Aspekt schon zu berücksichtigen. Insofern gibt es dann doch durchaus immer wieder Privilegien für die Leute, die schon das Privileg haben einer frühen Impfung, dass die zum Beispiel nicht in Quarantäne müssen oder vielleicht keinen PCR-Test nachweisen müssen, wenn sie in ein Flugzeug steigen müssen. Und wir sehen dort, dass die Wirtschaft wahrscheinlich viel schneller sein wird, um diese Unterscheidung, um nicht Diskriminierung zu sagen, vorzunehmen. Und da stellt sich die Frage, kann der Gesetzgeber das überhaupt verhindern? Es wurde ja schon einmal angedacht, dass man Gesetze erlassen sollte, die einen Unternehmer dazu zwingen soll, einen Geimpften genauso zu behandeln wie einen Ungeimpften. Und das ist ziemlicher Unsinn. Ich kann nicht von einem Kinobetreiber verlangen, dass er alle Leute reinlässt, ohne Rücksicht darauf, ob von ihnen eine Gefahr ausgeht. Ich kann einen unterschiedlichen Sachverhalt nicht per Gesetz gleich behandeln. Man kann es schon. Es gibt bestimmte Punkte, wo man das gemacht hat. Zum Beispiel darf man bei einem Bewerbungsgespräch nicht nach Schwangerschaft fragen. Man darf also danach nicht diskriminieren. Und wenn jemand darauf eine falsche Antwort gibt, darf man diese nicht zum Anlass nehmen für eine Kündigung oder eine Anfechtung des Arbeitsvertrages. So könnte man also auf die Idee kommen, dass der Gesetzgeber schon bestimmte Befähigung, rechtliche Lügen, Privilegien einführt, die es also ermöglichen sollten, dass die Diskriminierung abgemildert wird. Wird aber vermutlich rechtlich nicht standhalten, denn dort, wo aus dem Impfschutz sich tatsächlich ein Unterschied ergibt, kann er auch rechtlich berücksichtigt werden. Wir haben dann wiederum die typischen Klagen gegen Öffnungsmaßnahmen, und zwar immer dann, wenn der Gesetzgeber anfängt, eine Tätigkeit oder Branche zu lockern, zu ermöglichen, werden andere kommen und sagen, hey, ich bin genauso wichtig und genauso wenig gefährlich wie die gerade geöffnete Branche. Und dann sind wir wieder unterwegs und unterscheiden, ob jetzt ein Buchhandel oder ein Baumarkt gefährlicher sind oder wichtiger für das Allgemeinwohl. Und dann
wird es wieder reihenweise Entscheidungen geben, die gab es ja im letzten Jahr, wo die Verwaltungsgerichte gesagt haben, das verstößt gegen Artikel 3 Grundgesetz, wenn ich den einen Laden anders behandle als den anderen Laden. Wahrscheinlich werden die Verordnungs- und Gesetzgeber da auch schon ein wenig gelernt haben und nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Aber es wird neue Spielarten geben, insbesondere die Berücksichtigung von Impfungen in Hygienekonzepten können ein Gamechanger dabei sein. Es führt allerdings dazu, dass wir weiterhin wahrscheinlich selektive Lockdown-Maßnahmen haben. Und ein weiterer Effekt in diesem Jahr wird wahrscheinlich sein, dass wir mit einer anderen Art von Pandemie zu tun haben werden. Vielleicht werden die Case-Fatality-Rates sinken, also die Prozentsätze derer, die nach einem positiven Test sterben. Im Augenblick liegen die über 2%. Manche Studien sagen, insgesamt sollten sie bei 0,25% liegen. Vielleicht pendeln sie sich dann ein bei 1% oder weniger, wenn die vulnerable Bevölkerung durchgeimpft ist und nicht mehr stirbt. Es dauert aber eine ganze Weile, wie wir ja auch in Israel und England sehen, bis die Impfungen sich wirklich dort niederschlagen. Und dann stellt sich die Frage, ist denn die Pandemie tatsächlich noch als Rechtfertigung geeinignet, um die Maßnahmen aufrecht zu erhalten? Oder kommt irgendwann der Tipping Point, wo man sagen muss, nun ist die Pandemie nicht mehr so gefährlich. Jetzt haben wir zwar viele Infizierte, aber sie sterben nicht mehr in diesem Maße, sodass bestimmte Maßnahmen wieder gelockert werden müssen. Diese Diskussionen werden kommen und sie werden auch vor Gericht kommen. Da gibt es natürlich den Gegenspieler, die Mutationen und der Umstand, dass eine halb so große Sterblichkeit bei einer doppelt so großen Infektionszahl natürlich wieder dazu führt, dass genauso viele Menschen sterben, bloß Jüngere. Ob das jetzt dramatischer ist oder nicht, ist jetzt wieder mal so eine moralische Frage, aber es ist nicht schön, wenn dann auf den Infektionsstationen genauso viele Menschen liegen, weil wir dann nicht eine Infektion von 20.000 pro Tag, sondern 40.000 oder 60.000 haben, auch wenn von denen nur ein Drittel so viele sterben wie vorher. Das werden also Abwägungen sein, die uns auch in diesem Jahr beschäftigen werden. Und da sind wir gespannt. Und dann wird es vielleicht noch eine dritte Gruppe von Klagen geben, nämlich von Menschen, die sich dagegen wehren, dass gelockert wird. Menschen, die gerne geimpft wären, aber noch keine Impfung bekommen haben, weil der Impfstoff nach wie vor knapp ist und das wird noch eine ganze Weile so dauern, die aber ansehen, dass hier und dort bereits gelockert wird. Und zum Beispiel dort, wo die Präsenz mit einer Pflicht verbunden ist, wie beim Arbeitsplatz oder in der Schule, ist es durchaus denkbar, dass man dagegen gerichtlich vorgeht. Wir sind wieder beim Verwaltungsgericht. Man kann sich also fragen, ob die Schulpflicht ausgesetzt werden muss, wenn eine hohe Infektiosität droht, durch Mutationen beispielsweise, und keine ausreichenden Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen, weil zum Beispiel Impfungen ja für Kinder auch in nächster Zukunft noch nicht vorgesehen sind und dann die Infektiosität auch bei jüngeren Menschen mittlerweile ja anerkannt ist. Also werden wir vielleicht auch diese Art von Klagen zum ersten Mal erleben, dass Menschen nicht klagen, um sich mehr Freiheitsrechte zu verschaffen, sondern um Schutz zu erhalten. Warten wir ab, wie diese Rechtsstreitigkeiten aussehen und entschieden werden. Ich würde gerne sagen, das ist spannend und interessant, aber eigentlich würden wir uns wünschen, wir könnten uns diese Rechtsprobleme sparen. Bleibt gesund!